Hallo aus Bahrain, liebe Motorsportmagazin.com-Leser. Ja, das große Thema, als wir hier angekommen sind, war natürlich Fernando Alonso. Der hat bekannt gegeben, dass er den Monaco Grand Prix in diesem Jahr auslässt und stattdessen lieber beim Indy 500 antritt. Es gab ganz gemischte Reaktionen darauf. Die ersten waren natürlich positiv, sagen alle, ja, coole Aktion, die Formel 1 wird dadurch in Amerika ein bisschen bekannter. Für Fernando ist es eine super Geschichte. Für IndyCar ist es eine gute Geschichte, weil die in Europa ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Also Win-Win-Win-Situation, kann man sagen. Aber es gab dann auch die Kritiker. Nico Hülkenberg zum Beispiel hat gesagt, er würde das niemals machen. Er hat ja damals Le Mans gewonnen, als aktiver Formel 1-Pilot noch, aber er hat gesagt, ich habe kein Rennen dabei verpasst. Und das ist was ganz anderes. Ich würde das nie machen, wenn ich ein Rennen dabei verpassen würde. Romain Grosjean sagt zum Beispiel, ja, was wirft das für ein Bild auf die Formel 1, wenn ein Formel 1-Pilot das eigentlich wichtigste und schönste Rennen im Jahr in Monaco auslässt und dafür nach Amerika geht. Das sieht so aus, als wäre die Formel 1 nicht so viel wert. Andere sagen auch, aus Sicht von McLaren ist das vielleicht nicht ganz so klug. Monaco der einzige Grand Prix, wo man wirklich was reißen könnte, wenn man ja immer sagt, es liegt nur am Motor. Und dann hat man vielleicht einen der besten Fahrer in einem einigermaßen konkurrenzfähigen Auto und dann lässt man ihn genau an diesem Wochenende aus und lässt ihn dann Indycar fahren. Fernando Alonso hat es im Übrigen so begründet, dass er den Monaco Grand Prix auslässt. Er hat gemeint, naja, vielleicht wird er Vierter, Fünfter, Sechster, aber das würde sein Leben nicht verändern. Stattdessen tritt er eben beim Indy 500 an. Er will diese Motorsportkrone gewinnen. Er will Formel 1 Weltmeister, das hat er ja schon geschafft. Er will Indy 500 gewinnen und dann irgendwann auch noch Le Mans. Ob es dann wirklich klappt mit dem Sieg, wir sind mal gespannt. Alexander Rossi hat es ja schon vorgemacht, mit relativ wenig Training bei den Indy 500 erfolgreich zu sein. Schauen wir mal, ob es auch Fernando schafft.